In dem Video geht es jetzt um die Rechtschreibkontrolle, wie sie in Textverarbeitungsprogrammen eingebaut ist. Zunächst mal ein genereller Tipp: Wenn ihr einen Text abgeben sollt, eine Facharbeit etwa oder eine andere Ausarbeitung, ein Referat, solltet ihr euren Text immer mal ausdrucken und einfach mal so drüber lesen, weil wenn man es ausgedruckt hat, sieht man eher bestimmte Fehler. Und man kann diesen Ausdruck natürlich auch noch an jemanden anderen weitergeben. Es ist einfach so, dass man, wenn man einen eigenen Text versucht zu kontrollieren, man eher über Fehler drüber liest. Und deshalb gibt es zum Beispiel auch in Verlagen die sogenannten Lektoren, die eben unabhängig von dem Autor halt nochmal nach Fehler schauen. So, jetzt braucht man nicht für jeden Text einen Lektor, aber man sollte doch gucken, dass man natürlich möglichst wenig Fehler macht. Und ich habe hier einen kleinen Text geschrieben, in dem einige Fehler, ein paar Fehler drin sind. Und ich wollte euch zeigen, welche Möglichkeiten es gibt. So, zunächst mal, es gibt zwei Möglichkeiten der Kontrolle. Das ist einmal hier ein Dialog, Rechtschreibung und Grammatik. Und hier ein anderes, das wir uns gleich noch anschauen. Wenn ich dieses hier anwähle, dann zeigt mir das Programm in einem Dialog, wenn es einen Fehler meint zu erkennen. Das wird hier rot hervorgehoben und ich habe dann verschiedene Möglichkeiten darauf zu reagieren. So, das ist sicherlich eine Möglichkeit, wie man da durchgehen kann. Gibt es also verschiedene Möglichkeiten, wie ich mit diesem Fehler umgehen kann. Ignorieren, alle ignorieren, dass dieses hinzufügen bedeutet, sage ich gleich noch. Und hier noch andere Möglichkeiten. Was hier geschieht, ist, dass also quasi Satz für Satz durchgegangen wird und wenn irgendwo ein Fehler auftaucht, wird er hier angezeigt und wenn ich den bearbeitet habe, den Fehler, dann kommt der nächste dran. So, da möchte ich jetzt eigentlich nicht weiter drauf eingehen, weil ich denke, dass das relativ selbsterklärend ist, beziehungsweise das, was mir wichtiger ist, ist die automatische Kontrolle, die immer geschieht, sofort nebenbei. Und wenn ich die anschalte, also man kann sie an- oder ausschalten, dann sieht man, dass im Text einige Wörter hier mit so einem roten, mit einer roten Wellen unterstrichen sind. Und das sind eben genau die Wörter, wo der Computer meint, hey, da ist ein Fehler. So, dazu fallen zwei Sachen auf. Hier hat er also im Prinzip richtig erkannt, dass ich da Fehler hatte. Hier allerdings zeigt er mir einen Fehler an, der eigentlich keiner ist. Wie gehe ich damit um? Also zunächst mal, es ist ganz klar, ich kann natürlich einfach sagen, ich lösche das, korrigiere es und der Computer ist dann, wenn ich es richtig kontrolliert und korrigiert habe, zufrieden. Das war jetzt hier ein Fehler, das war offensichtlich ein Fehler, von dem ich nicht wusste, wie es richtig geschrieben wurde in diesem Fall. Und das ist ganz klar, da freut man sich darüber, dass man einen Tipp bekommt. Um es jetzt gerade nochmal zu zeigen, ich korrigiere oder mache die Korrektur rückgängig. Solange ich da eben gerade geschrieben habe, hat das Programm mir noch keinen Fehler angezeigt, auch wenn ich es schon falsch geschrieben habe. Erst wenn ich mit dem Cursor nicht mehr im oder am Wort bin, kontrolliert er das Ganze. Das heißt, er lässt mir quasi Zeit zu kontrollieren, ob es richtig ist oder nicht. Was auch noch ganz hilfreich ist, wenn ich den Cursor in einem Wort hier drin habe und ich klicke mit der rechten Maustaste, dann werden mir verschiedene Vorschläge gemacht, die in diesem Fall gar nicht richtig sind. Ja, also manchmal wird mir das Richtige geliefert, in diesem Fall hat er es nicht richtig erkannt. So, und dann muss ich natürlich von Hand ändern. So, das ist jetzt richtig. Ein weiteres Beispiel, jetzt hier, ist so ein Buchstabendreher. Das heißt, mein einer Finger war schneller als der andere. Und dann habe ich zwar die richtigen Buchstaben, aber in falscher Reihenfolge untergebracht. Und das ist ein Fehler, der passiert recht häufig, vor allem wenn man relativ schnell schreibt. Was tun? Gut, ich kriege das hier angezeigt, dass es ein Fehler ist. Und dann kann ich es natürlich auch korrigieren. Wenn ich jetzt mal rechts draufklicke, sehe ich, ah, der vermutet das schon richtig, dass es ein hat sein soll. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, hier einen Trick zu nutzen.
Wenn ich nämlich gerade diesen Fehler, also diesen Buchstabendreher öfters mache, kann ich sagen, okay Computer, wenn ich diesen Fehler mache, also wenn ich anstatt hat HTA schreibe, dann mach bitte Folgendes, korrigiere es mir automatisch. Und zwar kann ich hier auswählen, dass er das automatisch übernimmt. So, und jetzt nur mal als Beispiel, wenn ich jetzt das HTA wieder schreibe und danach ein Leerzeichen tippe, übernimmt er das automatisch und korrigiert es für mich, weil er eben gelernt hat, wenn ich HTA schreibe, dann war das ein Fehler, der mir halt mal passiert, bitte korrigierst für mich. Und das hat er dann auch gemacht. So, das ist also die sogenannte Autokorrektur. Ein kleiner Tipp, und ich werde auf die Autokorrektur später nochmal genauer eingehen in einem anderen Video. Man kann ja passieren, dass man aus Versehen die falsche Autokorrektur einstellt. Dazu gibt es hier unter Extras Autokorrekturoptionen und da gibt es einen extra Dialog, in dem quasi steht, was wie ersetzt werden soll. Und da steht dann zum Beispiel auch mein HTA drin, dass das automatisch ersetzt wird durch HAT. So, was mache ich jetzt nun mit diesem NACL? Das ist die richtige Schreibweise, aber der Computer kennt es eben nicht. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich klicke mal wieder rechts drauf und da gibt es zwei Möglichkeiten zu sagen, entweder ignorieren, so nach dem Motto, okay, hör zu Computer oder Writer, das NACL ist richtig, wenn du das siehst, bitte ignoriere dieses Mal. Ich glaube, dass alle ignorieren bedeutet, dass er quasi alle Ausdrücke NACL, die vielleicht mehrfach auftreten, dann ebenso ignoriert. Der Vorteil ist, ich kriege halt diesen Fehler dann nicht mehr angezeigt und wenn ich das richtig ignoriere und das auch richtig geschrieben habe, dann ist das auch okay so. Eine andere Möglichkeit ist zu sagen, ein Buchstabe oder Buchstabenfolge oder eben hier eine Formel taucht öfters auf, dann kann ich auch sagen, hinzufügen. Und zwar standardtick, also das Standardwörterbuch. Hinter dieser Rechtschreibekontrolle steht ja ein Wörterbuch und das Programm vergleicht immer das Wörterbuch mit dem, was ich schreibe. Und wenn ich ein Wort habe, einen Fachbegriff etwa, den ich öfters verwende, dann kann man natürlich auch sagen, nimm das bitte in das Wörterbuch auf und erkenne das dann eben entsprechend als richtig. So, habe ich aufgenommen und dann sagt er, immer wenn ich jetzt NACL schreibe, alles klar, das kenne ich. Diese Kenntnis der neuen Formel führt allerdings dann nicht dazu, dass er zum Beispiel eine ähnliche Formel dann als richtig erkennt. Also ich muss dann quasi jeden Fachbegriff und jeden neuen Ausdruck, den ich regelmäßig verwenden will, dann eben auch in das Wörterbuch aufnehmen. So, das, was ich jetzt gerade erklärt habe mit Autokorrektur und den verschiedenen Möglichkeiten mit Fehler umzugehen, sind im Prinzip genau die gleichen Möglichkeiten, die ich auch hier in diesem Dialog habe. Ignorieren, ändern, Autokorrektur, hinzufügen ins Wörterbuch. Das ist genau das Gleiche, nur halt, dass es hier in diesem Dialog geschieht. Also immer die automatische Prüfung anschalten und gegebenenfalls, wenn man halt einen typischen Fehler hat, das Ganze dann auch ersetzen, damit man am besten gleich ganz wenig Fehler in dem Text hat.